Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed Brotherhood. Es geht noch weiter, wir haben noch was zu erledigen. Ja. Ne? Wir haben noch ein bisschen was, was wir machen können. Und zwar. Da. Oh, das wird uns jetzt angezeigt. Sehr schön. Was war das denn hier nochmal? Okay. Okay, das war nicht das, was ich wollte, aber gut. So, ja, da wollte ich eigentlich hin. Zu den Taubenschlägen. Ja, kein Wunder. Ich bin ja noch hier drinne. Das sah aus, als wenn wir draußen wären. Was haben wir da? Naja. Ja, das wollte ich eigentlich auch nicht machen. Hier ist unser ganzes Dingsgedöns. Sind hier die? Ah, hier sind sie. Bene. Okay. So. Das brauchen wir, ne? Glaube ich. Da sind wir noch ein bisschen weit entfernt von. Was gibt's da eigentlich? Okay. Machen wir erstmal das. Ja. Ich muss mir auch unbedingt mal merken, was wir alles brauchen. Das brauchen wir, glaube ich. Ach, nehmen wir einfach mal mit. Das noch nicht. Ah, okay, das war einer weniger, okay. Gut. Machen wir das mal so. Obwohl, das können wir eigentlich so machen. Das machen wir so. Ja, gut. Machen wir das so. Ja, komm. Nehmen wir das mal mit. Hier geht's raus, ha? Gut. Ah ja, hier geht's raus. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin. Damit wir uns die Rüstung krallen können. Oh, und zu schmieden muss ich, ne? Warte mal, der war doch da vorne irgendwo. Und die Bank können wir auch gleich mitnehmen. Gehen wir erstmal zur Bank. Warte, die ist hier oben. Dankeschön. So. Ich habe sicherlich genug. Ja. Das wäre super. Noch ein Vergnügen, Signore.
Ja. Kommt gerne wieder. Warte mal. Warst du der Auftragstyp? Ja. Ah ja, okay. Mal, ja? Ja, ja. Bis dahin habe ich etwas. Ganz sicher. Ja, nee, mir fehlt noch was. Ich meine, dann brauchen wir sie wahrscheinlich eh nicht mehr, aber... Ne? Ja, ich bin schon weg. So, raus mit dir. Ja, glaube ich. So, dann schwimmen wir darüber. Hier bitte hochklettern. So, wo muss ich denn hin? Ach nö. Jetzt habe ich mich irritieren lassen. Weißt du was? Da unten war doch ein Boot, ne? Nimm doch mal das. Kletter mal bitte hoch. Bitte lass mich da durchfahren. Danke. Dann rudern wir hin. Ja. Genau, hier wollte ich hin. Das wäre vielleicht von Vorteil. Oh, gleich drei Baden. Nee, da bin ich weg. Die kommen mir nicht unter die Nase. So, und Romulus ist hier irgendwo. Der Schlüssel. Mi ricorda un po' Firenze. Ah, guck mal hier. Da ist es doch. Nehmen wir das doch mal mit. Sehr schön. Hast du den weißen Ritter gesehen? Das war lustig.
Gehen wir doch einfach mal hin. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Nein! Mensch, Ezio. Ezio, was machst du nur? Na, der Weg zur Messe war jetzt nicht so großartig schwer. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Ah ja. Ach, schade. Ich dachte, ich soll den töten. Meine Güte, dann müsst ihr mir da sagen, was ich tun soll. Und nicht einfach nur, ja. Kann das irgendwie überspringen? Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ja, danke. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Ja. Habt ihr gehört? Der Baron de Valois ist tot. No. Nun wird sich Bartolomeo d'Alviano sicher gegen den Papst erheben. Das bringt Cesares Feldzug ins Stocken. Wäre das denn so schlecht? Wohl nicht. Es heißt, das päpstliche Vermögen sei erschöpft. So serio? Der Schatz des Papstes ist unerschöpflich. Wenn seine Heiligkeit Geld braucht, bringt er einfach einen reichen Kardinal um. Ekelhaft. Was soll ich denn mit dem machen? Sein Name ist Ezio Auditore. Herr, der Assassine. Er ermordete den Bankier. Man sagt, er könne durch die Hallen des Vatikan wandeln und niemand könne ihn aufhalten. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Vielleicht wird Cesares Herrschaft bald enden und die Kirche erstrahlt wieder in ihrem einstigen Glanz. Ich schreibe die Predigt und hinterlege sie euch im Schreiben.
Passt auf, dass sie überzeugend wirkt. Mit Leidenschaft. Unsere Anhänger tun, was wir ihnen sagen, Patrone. Sie glauben, ihr Gott spricht zu ihnen. Bene. Habt ihr den Schlüssel? Ja, Patrone. Möge der Herr mit euch sein. Und auch mit euch, Patrone. Interessant. Assassino! Ihr kriegt mich nicht! Wow, für so ein Primas ist der aber ganz schön mein schnell. Aufstieg bringt mich näher zu Gott und fort von euch, Assassino! Ja, sehe ich. Versuche ich ja gerade, aber Ezio will nicht. Wow. Ja, der hat einiges drauf. Ja, ist blöd gelaufen. Nein! Ezio, was machst du? Ah, Mensch. Doch. Oh, falsche Richtung. Sorry. Irgendwie schon. Aber ich kann nicht anders. Au! Anscheinend ist Gott auf meiner Seite, Assassino! Ja, super. Ja, versuche ich ja. Er scheint nur sehr gut durchtrainiert zu sein, der Typ. Ezio. Ernsthaft? Kannst froh sein, dass er hin und wieder mal wartet. Die Anhänger Romulus arbeiten für den Papst.
Natürlich! Sie sind unwissend! Wir sind erleuchtet! Ihre Grausamkeit treibt das Volk in das Licht der Kirche! Tricky, geh mal bitte beiseite. Geschwind! Dankeschön. Zieh dich hoch. Hä? Och, Mensch. Ihr könnt nirgendwo hin. Törichter Narr! Ihr führt Krieg gegen die, dank derer sich die Menschen nicht gegen Recht und Ordnung auflehnen. Eure Ordnung ist ohne jedes Recht. Tja. Na, geht doch. Requiescat in pace. Ja. Ja, vorher nehmen wir noch das Dings mit, ne? Was auch immer da drin ist. Kaffeebohnen. Wow. Ezio mag doch gar keinen Kaffee. Wow, dann sind wir gleich hier gelandet. Und Ezio schwimmt schon wieder durch die Gülle. Na komm. Ah, hier ist auch noch eine Truhe. Komm, nimm mal mit. Vielleicht ist da ja was Wertvolles drin. Ah, ein bisschen Geld. Nehmen wir die Sachen mit, ha? Huh? Was ist hier noch drin? Naja, besser als nichts. Die brauchen wir, glaube ich, auch für irgendwas, ne? Ist ja gut. Wir sind doch schon drinne. Hätte der Timer auch ruhig schon mal enden können. Ah ja. So, hier haben wir nichts mehr, also können wir rausgehen. Und Fussi. Ja. Haben wir ganz gut hinbekommen. Und wir können gleich noch die Dings holen. Die Rüstung. Dafür haben wir auch noch Zeit. Sehr schön. Da ist er wieder. Ich weiß doch, wo der Zielort ist. So. Da war ein Tunnel. Okay, wo ist hier der nächste Tunnel? Ich habe doch auch, da. Das ist, glaube ich, der nächste, ne? Okay. Okay. Ja, ein bisschen laufen müssen wir halt. Das ist halt... Ne? Das gehört halt dazu.
innerhalb der Stadtgrenzen Roms. Die Guardia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewahrt. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Okay. Das auch nicht. Aber gut. Ah, ich sehe schon das Wasser. Ja, doch. Lebenserwartung etwa 5 Minuten. Na, die 5 Minuten habe ich schon überschritten. Tut mir leid für dich und deine Erwartungen, aber... Ne? Okay. Hätte ruhig weiterreden können. Oh, hier haben wir noch eine Bank. Ah, jetzt geht's wieder um die Ballade. Salutatemi, Messer Nino. Ja. So. Dann gehen wir mal hier lang. Also einen Thron würde ich ihr nicht geben, auch wenn er in der Hölle steht. Einen besonderen Platz in der Hölle, ja, aber doch nicht den Thron. Heine Güte. Was haben die denn für Ansprüche? Oh. Bondi. Geht mir aus dem Weg. Ah, hier. Gut, dann können wir gleich... Waren das hier, ne? Warte. Es ist sehr verwirrend. Danke. Heine Güte. Da will man einmal nur ganz kurz eine Schnellreise benutzen. Ja, tricky. So. Da vorne müssen wir hin. Stattdessen ein 7-tägiges Pastafest angekündigt. Wow. Wie klischeehaft kann man nur sein? Ein 7-tägiges Pastafest. Weil wir in Italien sind. Natürlich. Wahrscheinlich essen sie den ganzen Tag nur Spaghetti. So, hier war das, ne? Ju. So, da sind wir wieder. Warte. Ich glaube, hier ging's runter, ne? Nee, ich verlauf mich hier jedes Mal. So, da vorne. Links irgendwo hoch. Ah ja, da. Hier ging's hoch. So, dann gehen wir einmal rum. Und holen uns diese bescheuerte Rüstung. Meine Güte. Nice. Dolch von Brutus erhalten. Rüstung von Brutus erhalten.
Ja. Wir tragen, glaube ich, die Drachenrüstung, ne? Oh, so können wir auch rumlaufen. Naja. Ah, es hat sich trotzdem gelohnt. So. Jetzt müssen wir nur wieder raus. Das reicht, glaube ich, wenn wir einfach nach oben laufen, hm? Dann müsste ja irgendwo bald der Ausgang kommen. Ah, da vorne. Guck mal. So einfach. Oh, warte mal, hier ist ja auch gleich ein Dings. Das können wir auch gleich mitnehmen. Was ist denn das? Shield. Ah ja, hier. Oh ja, können wir uns gerade so leisten. Gut, dann erwärmen wir das mal. Gut. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 10 Minuten. Was machen wir denn als nächstes? Wir haben jetzt die Rüstung. Wir haben noch eine Christina-Mission hier. Wir haben noch Kopernikus hier irgendwo rumliegen. Und wir haben hier noch Dinge mitzunehmen. Ja, da will ich nicht nochmal runter. Das muss nicht sein. So. Dann lauf, junger Bursche. Ah, das ist das Kolosseum. Warte, da will ich nicht runterspringen. Das tut bestimmt verdammt weh. Aber hier. Nein, nicht so. So. Dankeschön. Das war schon mal besser. Überlegen, wie wir diese Bastarde treffen können. Ja. Doch keine Schwachen weiter. Ja, komm, nehmen wir mit. So, das gehört jetzt auch uns. So viel ist das ja gar nicht mehr. Dann haben wir hier das noch. Das nehmen wir auch gleich noch mit. Diesen wunderbaren Steinbogen. Der echt gut aussieht. Eventuell. So, wo geht's als nächstes hin? Da. Mal ein bisschen Geld loswerden hier. Nein, ich lauf doch nur. So, das gehört jetzt auch uns. Einfach mal gekauft. Warum auch nicht? Na, einfach mal das Kolosseum erworben. Fühlt sich so an wie, ne? Ah ja. So nach dem Motto, hier, erwirbt das Kolosseum, gib mir Geld dafür. Und, ne? Aber in Wirklichkeit erwirbt man kein Kolosseum. So fühlt sich das an. Aber wir haben es tatsächlich erworben. Also, ja. So ungefähr. Warte mal, hier sind auch irgendwo ein Schatz, ne? Wo ist denn der? Ah, hier. Guck mal. Nimm mal mit. Oh, schon wieder Kaffeebohnen.
Ich habe das Gefühl, Ezio findet in letzter Zeit nur Kaffeebohnen. Der will unbedingt Kaffee trinken, ha? Huh? Dabei hat er ihm doch gar nicht geschmeckt. Warte, dann können wir gleich nochmal hier die Aufträge machen, wenn wir schon in der Nähe sind. Ich hab da ein Dings gesehen. Ein Taubenschlag. Hm? Okay. Ich würde gerade was anderes machen, aber... Ja. Das sehe ich genauso. Ach, die sind alle auf einen Fleck. Sag das doch. Ach, weißt du was? Gut. Ich klau mir das mal, ne? Nix. Ich hab nur das Pferd mitgehen lassen. Nur wenden. Lauf! Los! Hm. Ich hab das Pferd halt mitgehen lassen. Ah, hier. Dann heben wir auch gleich mal ein Templerversteck aus. Solange ich nicht wieder klettern muss. Oh, ich muss wieder klettern, oder? So lange hab ich für den Part nicht mehr. Bin ich denn hier gelandet? Wie lange sollen wir noch arbeiten für diesen mageren Lohn? Wenn das Aquädukt repariert ist, dann können wir damit den Schatz aus dem Steinbruch holen. Dann werdet ihr gut bezahlt werden für eure Arbeit. Immer dieselben Lügen. Ich sage, wir holen uns, was uns zusteht. Wer ist mit mir? Ups. Warum hat er so einen komischen Akzent? Allen aufrühren! Lasst euch das eine Warnung sein! Nun zurück ans Werk! Was hat denn der für einen Akzent? Ne, da kommen wir nicht hoch. Ah, da vorne.
Ach so, aha. Warum nicht? Was macht der denn da? Ich kletter nur. Wofür dieser Apparat wohl gut ist? Vielleicht kann ich ihn von hier aktivieren. Ich wüsste, wo du hin willst. Nope. Da schon mal nicht. Muss dir so vorkommen? Bei den ganzen Schwimmeinlagen, aber nein. Nun, wie bekomme ich das Wasser zum Rad? Ich weiß generell nicht, wo du hin willst. Wofür dieser Apparat wohl gut ist? Vielleicht kann ich ihn von hier aktivieren. Ich hoffe, das Ding hält mein Gewicht. Hast du zugenommen? Oh, Mensch. Zugenommen nicht, aber daneben springen können wir immer noch. Was macht der denn da? Frag nicht. Ich weiß es auch nicht. Kann nicht schaden. Könnte helfen, wenn ich stürze. Ja. Was für ein Zufall, dass das gerade jetzt passiert. Was willst du mir damit sagen? Nun, wie bekomme ich das Wasser zum Rad? Ich brauche einen anderen Blickwinkel. Ja, das war der falsche Blickwinkel. Aber ich würde sagen, das machen wir ein anderes Mal. Ich beende erstmal heute den Part und dann... Ne? Sehen wir weiter. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer.
Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck. Jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen. Die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte.